Hallo, heute war ich im Aldi und in der Metro einkaufen und weil ich wieder Sachen habe, die schnell in den Kühlschrank sollen, muss ich dazu ein bisschen unterteilen. Also ich werde zuerst mit dem Aldi anfangen, was ich da gekauft habe, und zwar Markenbutter, 2 Stück, A2,39, das sind 250 Gramm, und Hefe, zweimal Hefe für 15 Cent. So, das werde ich jetzt mal eben schnell wegpacken und dann bin ich direkt wieder da. Okay, das war ja überschaubar. Dann habe ich noch geholt Kaffee. Ich mag halt diesen löslichen Kaffee sehr gerne. Der kostet 2,99 €. Da sind immer noch 100 Gramm drin. Das ist klasse. Dann habe ich Fusilli wieder mal gekauft für 79 Cent, 500 Gramm. Ich habe die aber deswegen im Aldi nochmal geholt, um genau zu wissen, wie teuer sind die denn im Aldi im Vergleich zur Metro. Metro kosten die auch 79 Cent, also das tut sich ja nichts. Metro ist auch nicht unbedingt billig. So, dann habe ich mir noch Eier. Schon mal immer die Eier hier für 1,99 € 10 Stück. Das ist Bodenhaltung, das ist jetzt kein Bio und weiß ich nicht. Ja, ich esse die und fertig. So, das heißt, das werde ich jetzt auch wegpacken. Und dann komme ich zu dem Fleisch von der Metro, weil das muss ja auch wieder schnell in den Kühlschrank. Also, bis gleich. Okay, kommen wir mal zu dem Fleisch, was ich in der Metro gekauft habe. Ich habe mir hier einmal Schweinebauch geholt. Da steht Laden fertig. Das ist Schweinebauch mit Knochen. Aber wunderbar. Das sind 5,23 Kilo. Ich halte das mal so hoch. Das ist ein schönes, gewaltiges Stück. Da werde ich mir hier ein bisschen was wegschneiden, von dem Lachs ein bisschen was wegschneiden. Daraus mache ich Gehacktes. Und aus den anderen zwei Teilen mache ich schöne Braten. Davon werde ich aber auch jede Menge einfrieren. Oder mal gucken, wie ich das haltbar mache. So, ich habe das jetzt aufgeschrieben. Der Bauch hat gekostet Kilo, also jetzt Nettopreise, 5,29 € netto. Das sind 5,23 Kilo, sind zusammen 27,67 netto, plus 7% Mehrwertsteuer sind 29,60 €. Also unter 30 Euro für 5,23 Kilo. Wunderbarer Preis. Dann habe ich mir noch einen Lachs geholt. Den halte ich auch mal so. Oh, ein bisschen weiter weggehen, weil das sind schon ganz schöne Apparate. Einen schönen Lachs. Das sind 3,675 Kilo, habe ich mir auch aufgeschrieben. Der Lachs kostet 6,19 € das Kilo. Das ist der Ofen, aber den habe ich gelockt. Da kann nichts passieren, da wird nichts warm. Also der Lachs kostet 6,19 € netto das Kilo. Das sind 3,675 Kilo. Das heißt 22,75 netto plus 7% Mehrwertsteuer sind 24,34. So. Das packe ich jetzt auch wieder schnell weg, weil das muss gekühlt werden. Dann habe ich Zeit und dann kann ich in Ruhe weitermachen. So, okay, so ist das halt. Ich habe hier eine echt kleine Küche und ja, da muss ich immer gucken, dass ich das alles präsentieren kann. Vielleicht, wenn ihr das wollt, kann ich ja mal so einen Kamerarundblick machen. Dann seht ihr wirklich, wie zwergenklein die ist. Und hier stehen zwei Lampen, hier steht die Kamera und ja, ich kann mich ja kaum bewegen. Aber egal, ich will ja nicht kümmern, sondern mir macht das ja furchtbar Spaß, euch meine Einkäufe zu zeigen und auch, was ich damit mache, was ich damit koche. Weil letztendlich seht ihr ja viele Videos, was ich mit den Lebensmitteln alles so anstelle. Gut, wo ich mich richtig drüber gefreut habe in der Metro, ich habe Grünkohl gekriegt. Und zwar frischen Grünkohl. Das ist 1 Kilo. Das sieht jetzt aus. Also wenn er 2 Armeen von satt werden würden, ist aber leider nicht an dem. Der kostet 3,59 € das Kilo, ist auch nicht ganz preiswert. Ich habe jetzt 7% Mehrwertsteuer aufgerechnet. Da können aber Rundungsfehler sein. Ich werde gleich nochmal sagen, wann ich komplett bezahlt habe in der Metro. Und dann kann man das besser rechnen, als wenn ich jeden einzelnen Posten mit den 7% Aufschlag mache. Da kommen halt Rundungsfehler zusammen. Ich habe einfach immer auf und ab gerundet. Also, nochmal, das sind 3,59 €,
Mit Mehrwertsteuer wären da 3,84 Euro. So als Orientierung, wenn ihr irgendwo mal ein Kilo Grünkohl seht. So ungefähr kostet das. Dann habe ich Panko-Mehl. Ich wollte das schon lange mal ausprobieren. Panko-Mehl. Panko-Mehl ist halt so asiatisches Mehl, was richtig grob ist. Und das soll total lecker sein. Ich habe mir jetzt erstmal so ein kleines geholt, weil das ist nicht spottbillig. Also so eine kleine Tüte mit 200 Gramm Panko-Mehl kostet schlappe 2,49 Euro netto. Das heißt brutto 2,66 Euro. Ja gut, ist halt... ist nicht preiswert. Okay. Dann habe ich mir Tomaten geholt. Tomaten in eine Dose. Hier so eine Dose, allerdings ist das eine etwas größere Dose. Moment. So. Das ist eine etwas größere Dose. Und zwar ist da Füllmenge 850 Gramm. Die kostet 1,21 Euro netto, also 1,29 Euro brutto. Brutto heißt mit 7% Mehrwertsteuer. Eigentlich alles kann man, fast alles, was man essen kann, sind 7%. Alles, was man nicht essen kann, sind 19%. Dann gibt es noch Unterstufen, aber das würde hier viel zu weit führen. Gut, dann Suppenbrühen. Ja, ich brauche immer Suppenbrühen. Also entweder ich brauche das sofort für irgendeinen Braten oder für eine Suppe oder keine Ahnung was. Oder ich mache mir einfach eine Brühe. Also Suppengrün nehme ich fast immer mit, wenn ich einkaufen gehe. Das ist das gute Suppengrün. Da kostet netto 99 Cent. Brutto ist das 1,06 Euro. Da sind Möhren drin, Lauch, Sellerie und ja sonst leider nichts. Manchmal sind noch Pastinaken da drin. Aber diesmal nicht. Gut. Kann man nichts machen. So, Fusilli. Fusilli hatte ich ja auch im Aldi gekauft. Im Aldi haben die gekostet Fusilli 79 Cent. Ja, der hat, ich weiß nicht. Die sind aus der Metro. Das war Metro Aro, ist halt Metro Hausmarke. Die haben netto 74 Cent gekostet und brutto sind das 79 Cent. Also kosten genau das gleiche. Also für sowas muss man überhaupt nicht in die Metro fahren. Ich fahre auch in der Metro hier für Grünkohl zum Beispiel, weil ich das sonst nirgendwo gekriegt habe. Für Öl, da kommen wir gleich zu. Oder für Fleisch vor allen Dingen, weil da kriege ich schöne Remmelfleisch, sagen wir hier. Dann habe ich geholt, beziehungsweise was weiß ich, meine Frau war heute mal mit, die hat heute frei. Meine Frau hatte gestern Geburtstag. Ja, heute ist die halt mitgefahren und die hat sich hier noch so Haribo Schamalos Soft Kiss gekauft. Keine Ahnung. Kosten 1,89 netto, 2,02 Euro brutto sind 200 Gramm. Das ist so Mäusespeck mit Schokolade oder. Er ist bestimmt noch keine Schokolade, das ist bestimmt mit so Fettglasur. Aber ich mag das halt, ja. Soll sie essen. Was ich wiederum gekauft habe, sind Zwiebeln. So. Zwiebeln, da ist ein Kilo drin. Die kosten netto 9,90 und brutto 1,06 Euro. Ich glaube, die sind sogar teurer, als wenn ich die mal die geholt hätte. Und was meine Frau super gerne isst, ich eigentlich gar nicht so, aber meine Frau, rote Beete. So, rote Beete im Glas. Die mag die super gerne. Und die kosten Abtropfgewicht sind 430 Gramm, Füllmenge 470 Gramm. Netto 2,19 Euro, brutto 2,34. Ja, wenn man die gerne mag, so muss man die mal kaufen. Oder halt selber machen, ne? Aber extra einlegen und so, dann kaufe ich die und fertig. Auch für meine Frau. Also ich hole ja, wenn ich für meinen Sohn Chips hole, hole ich ihm Aldi die Billigmarke. Die mag der auch gerne, aber meine Frau steht halt voll auf die Chips für ich ungarisch. Ne? Dann kauft man die einfach. Da habe ich auch irgendwo einen Preis aufgeschrieben. Die kosten 2,59 Euro netto und 2,77 Euro brutto. Für 215 Gramm. Also das sind 3 Kartoffeln. Also das ist die Gewinnmarge, die hätte ich auch gerne. Gut, dann Popcorn. Popcorn für die Jungen und für uns alle. Also wenn wir mal einen schönen Film sehen, dann essen wir gerne Popcorn. Ja, kann man auch selber machen mit Mais und so, aber meistens versaue ich mir den Topf. Dann verbrennt alles, die Puppe nicht so schön und
Ja, Popcorn, ne? Popcorn, wie viel ist da drin? 200 Gramm Popcorn, auch nicht preiswert, 1,69 netto, 1,81 brutto. Aber schön groß gepoppt, schon gezuckert. Sind auch gezuckert, hoffe ich. Man gibt ja auch Popcorn mit Salz. Ja, die mag ich überhaupt nicht. Ah ne, süß steht da drauf. Okay, dann, was ich, also im Aldi, ich weiß ja nicht, wie der bei dir ist. Ich gehe im Aldi Süd einkaufen, da gibt es Mehl, aber da gibt es nur Typ 405. Kein 450 oder 00, nur Typ 405. Und ich war aber letztes Mal im Netto einkaufen, die haben auch 550er Mehl. Habe ich aber keins mitgenommen, ich weiß gar nicht mehr warum. Jedenfalls habe ich das in der Metro gekauft. Ja, Mehl, Typ 550, da kann man halt für Brot, finde ich das viel besser, weil... Und ja, das ist super. Da habe ich direkt 3 Kilo, also 3 Mal habe ich das geholt. Da kostet eins, das habe ich mir noch nicht aufgeschrieben, doch eins, 81 Cent, 87, also 81 Cent netto, 87 brutto, mal 3. Ja, was haben wir denn hier? Meine Frau, also ich sage das nicht nur so, weil ich mag kein Bier, ich mag kein Wein, ich trinke ganz, ganz selten mal ein Baileys. Der schmeckt mir, alles andere, ja, und Silvester vielleicht mein Gläschen Sekt. Also, meine Frau mag das gerne. Ich weiß gar nicht, ob der schmeckt oder nicht. Das ist 1,5 Liter sind hier drin. Ja, 1,5 Liter Lambrusco. Das kostet, die Lambrusco kostet 4,49 Euro netto, 5,34 Euro brutto. Da sind 19% drauf. Da muss man auch ein bisschen drauf aufpassen. Ne? Da kann man zwar trinken. Manche sagen, das kann man auch essen. Aber das sind 19%, also 19%, ne? Netto 4,49, brutto 5,34 Euro. Zwei Fläschchen hat sie sich mitgenommen. So, ich weiß ja nicht, ob es jeder weiß. Netto hat, oder Edeka hat Ja als Hausmarke. Und die haben ja alle so Hausmarken. Und die Metro hat halt Aro als Hausmarke. Und so was hier ist großartig. Oh, das sind 10 Liter Rapsöl. Ich dachte, das mal. Steht da Rapsöl? Ja. 10 Liter Rapsöl, Eigenmarke, also Aro, Hausmarke von der Metro. Kosten 12,89 Euro netto, 13,79 Euro brutto. Das heißt, 1 Liter würde 1 Euro aufgerundet, 1,38 Euro kosten. Das weiß ich gar nicht, was das im Aldi kostet, Öl. Aber hier habe ich auf jeden Fall in einer Flasche sehr viel Öl und ich brauche eigentlich gar nicht so viel Öl mehr, weil ich keine Fritteuse mehr hier oben habe, die habe ich im Keller gestellt. Trotzdem habe ich jetzt erstmal mit Öl Ruhe. So, ihr Lieben, das war's schon. Ich werde natürlich diese Woche, also das kommt ja jetzt am Dienstag das Video, das ist ja der Foodhole. Ich werde auf jeden Fall Grünkohl machen, ich werde lecker Fleisch machen, ich werde lecker kochen, ich habe schon alles gekauft. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Jetzt erstmal Wochenende. Wir haben heute Freitag, obwohl ich schon wieder einkaufen war. Wir haben heute Freitag. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Montag kommt ja kein Video, also auch einen wunderschönen Wochenanfang nächste Woche. Ja, und dann kommt ja schon das Video hier. Obwohl dann ist der Wochenanfang auch schon vorbei und das Wochenende ist auch vorbei. Also was ich hier rede, ist manchmal Blödsinn. Das kommt erst am Dienstag, das ist Wochenende vorbei. Gut, aber ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch alles Liebe. Das kann man ja immer sagen, ohne dass irgendwas ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und tschüss. Ne, meine Lieben, Nachtrag. Ich habe im Aldi insgesamt 10,85 Euro bezahlt. Das muss ja noch nachreichen. Und in der Metro normalerweise 100,69 Euro. Also brutto, 100,69 Euro. Aber... es gab heute einen 5-Euro-Gutschein und somit habe ich 95,69 Euro in der Metro bezahlt. So, jetzt aber. Und tschüss.